Hallo mal wieder zu einem neuen Video bei EventRookie. Heute haben wir mal ein etwas spezielles Video für euch vorbereitet. Wir haben euch ja schon den DTS Core im Test etwas genauer vorgestellt. Und heute wollen wir damit mal, es klingt verrückt, aber es ist so, eine Pizza aufbacken. Wir haben eine Tiefkühlpizza uns geholt und haben den DTS Core im kleinsten Zoom darauf gerichtet. Wir kamen darauf, weil wir den DTS Core auf unserer Facebook-Seite kurz angeteasert haben und vorgestellt haben und gesagt haben, dass es dieses Gerät jetzt auf dem Markt gibt. Und natürlich ist vielen von unseren Followern und Lesern aufgefallen, dass 15 Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden müssen, einfach damit die Brandgefahr gemindert wird. Und da kam natürlich schnell in den Kommentaren unter diesem Post die Frage auf, ob man damit auch diverse Speisen zubereiten kann. Ja, und da wir von EventBookie natürlich immer für irgendwelche verrückten Sachen zu finden sind, haben wir uns gedacht, holen wir uns eine Tiefkühlpizza, machen mal den DTS Core drauf und gucken einfach mal, wie lange er ungefähr braucht, um, die Pizza ordentlich zu backen. Wir richten den DTS Core jetzt ungefähr schon seit einer Minute drauf und würden jetzt gleich einfach mal die Kamera draufhalten und euch zeigen, ob die Pizza gut wird oder nicht. Bis dahin. Jetzt bei guten 4 Minuten, die der Core jetzt schon auf die Pizza scheint. Wenn ich von oben drauf gucke, ja, die Salami wird langsam. So, dann sind wir jetzt bei ungefähr so 5 bis 6 Minuten. Man glaubt es kaum, aber man riecht es schon. Es wird. So, wir sind jetzt bei Minute 28. Ich würde mal die Intensität des Cores reduzieren. Und dann sehen wir, dass hier die Pizza, naja, ich sage jetzt mal, durch bis sehr durch ist. Das bedeutet, punktuell macht der Core ja doch ganz schön viel her.